Wie ihr alle mitbekommen habt, haben wir zwei Stickmaschinen, von denen keine einzige irgendwelchen Hack-Value hat, zu Deutsch Hackwert. Um dem abzuhelfen, habe ich mir die große Maschine, die Husqvarna, angeguckt und gehackt, sodass sie jetzt Hackwert hat. Daher auch der Vortrag mit dem Titel Meine kleine Stickmaschine, Hackwert ist magisch. Wir gucken uns heute an, wie wir die Stickgeschwindigkeit der Maschine messen, was da rauskommt, wie wir die Nährgeschwindigkeit messen. Wir wollen außerdem wissen, wie viele Meter Faden ist eigentlich auf so einer Unterfadenspule. Das kann man rausfinden, indem man einmal eine abspult, da habe ich keine Lust zu, also habe ich das anders gemacht. Und dann können wir ausrechnen, was es eigentlich kostet zu sticken, also so an Verbrauch, nicht was wir dafür zahlen. Um die Stickgeschwindigkeit zu messen, genau, jetzt brauchst du einen Laserpointer. Um die Stickgeschwindigkeit zu messen. Das ist perfekt. Um die Stickgeschwindigkeit zu messen, habe ich an das Hauptspindelrad der Maschine ein Stück Pappe geklebt mit dem Nemesis von Fabian, nämlich Malerkrepp. Sieht man hier das Stück Pappe. An eine Textilkiste habe ich dann eine Platine geklebt mit einer kleinen Lichtschranke drauf und zwei Widerständen. Die Lichtschranke habe ich an ein Pleduino angeschlossen. Auf dem Pleduino läuft ein kleines Programm, was immer ein Signal auf der seriellen Schnittstelle ausgibt, wenn dieses Stück Pappe einmal vorbeigekommen ist. Damit kann man sich den zeitlichen Verlauf der Stiche angucken und wie schnell das läuft und so. So, das ist das ganze Arduino-Programm. Das ist echt einfach. Es geht los mit den zwei Variablen. Wir haben einen Counter für die Anzahl Stiche seit Start des Programms. Wir haben eine Setup-Routine, die erstmal die serielle Schnittstelle initialisiert mit 115K2. Und dann haben wir eine Methode Attached Interrupt, die einfach nur den Interrupt 1 dieser Funktion hier unten namens Stich zuweist. Diese Stichfunktion gibt auf der seriellen Schnittstelle die Anzahl Stiche seit Start des Programms aus, dann ein Leerzeichen, dann merkt sie sich, wie viele Millisekunden seit Programmstart vergangen sind, gibt das auch auf der seriellen Schnittstelle aus, wieder gefolgt von einem Leerzeichen. Dann kommt die aktuelle Zeit minus die Zeit des letzten Stichs. Und diese Differenz wird auch ausgegeben. Das könnte man zwar auch einfach ausrechnen auf dem Rechner, aber das ist komfortabler zu plotten, da muss man nämlich nichts mehr machen. So, dann habe ich einen Teststich gemacht. Ich habe dieses Motiv gestickt, geht wunderbar auf dem Beamer. Ich gebe es mal rum. Also ich halte es vielleicht auch mal in die Kamera. Vielleicht gibt es ein besseres Bild. Also in Wirklichkeit kann man das unterscheiden. Ich habe auch ein schönes Foto, kann man vielleicht in den Vortrag reinschneiden oder so, keine Ahnung. Ja, ich gebe das einfach mal rum, dann könnt ihr euch das angucken. Ich habe das einmal mit der von Jessica empfohlenen Geschwindigkeit gestickt, nämlich 3. Die Maximalgeschwindigkeit ist 5. Und auf einen Pullover, da hat es auch ganz gut funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, mal gucken, was passiert, wenn ich auf Maximalgeschwindigkeit stick. Und es passiert Folgendes. Hier sieht man, dass hier ein Stück fehlt von diesem Streifen. Und da hat sich die Maschine so verheddert, dass ich es dann aufgegeben habe, zu versuchen, dieses Stück weiter zu sticken. Und bei dem anderen Streifen hier drüben sieht man auf dem Beamerbild nicht wirklich, aber in Wirklichkeit sieht man das super, dass es sich da ähnlich verheddert hat, aber sie hat da nicht aufgegeben. Und deshalb ist es zwar fertig gestickt, sieht aber furchtbar aus. So, jetzt haben wir hier einen Plot der Stickgeschwindigkeit. Unten aufgetragen die Zeit in Minuten, die das Ganze gebraucht hat. Also ich habe 3 Stunden daran gesessen. Und oben einmal in blau die Rohdaten
von dem Mikrocontroller und einmal in Orange, was auf dem Beamer gebildet super rauskommt, die einen Mittelwert über 15 Stiche, um das so ein bisschen zu klären. Also was man da sieht, das ist auf Einstellung 3 bekommen wir sowas wie 250 Stiche pro Minute. Und was man auch schön sieht, ist, immer wieder gibt es hier diese Einbrüche nach unten. Das ist immer dann, wenn sie die Fläche wechselt und dazu den Faden abschneidet und so, dann macht sie halt keine Stiche. Und die großen Lücken hier, hier, hier und hier, die liegen daran, dass man ab und zu halt den Faden wechseln muss und das dauert halt länger. Da ist man schon eine Minute beschäftigt, wenn man sofort merkt, dass die Maschine fertig ist und dann schnell den Faden wechselt und das auf Anhieb hinkriegt mit dem Einfädeln und so. Hier habe ich länger gebraucht, um den Faden zu wechseln. Das lag daran, dass ich da nicht den Faden gewechselt habe, sondern die ganze Maschine sich verheddert hatte und in den Rücken gestickt hat. Und dann musste ich das da erst wieder rausschneiden. Und das hat halt länger gedauert. So, das ist das Bild vom zweiten Versuch auf dem T-Shirt-Stoff, der gerade rumgeht. Da sieht man, dass wenn man sie auf volle Pulle stellt, dass man dann mit ein bisschen über 400 Stichen pro Minute rauskommt. Man braucht dann zwar nur noch knapp über anderthalb Stunden, ja, also etwa 100 Minuten. Aber man sieht auch am Ende hier diese andauernden Abbrüche. Das ist das, der Teil, der halt am Ende nicht funktioniert hat, wo ich dann mehrfach versucht habe und irgendwann aufgegeben. Das heißt, wenn man halt schnell sticht, dann passiert es einem halt, dass das Motiv nichts wird. Das ist doof. Dann habe ich auch mal was genäht. Und wie ich das so mache, habe ich halt das Gas voll durchgetreten zum Nähen. Das heißt, was man hier sieht, ist tatsächlich die maximale Geschwindigkeit, die man erreichen kann mit der Nähmaschine. Man sieht hier schön ein bisschen über 600 Stiche pro Minute und hier geht es bis hoch auf fast 800. Diese unterschiedlich hohen Plateaus kommen dadurch zustande, dass die Maschine bei verschiedenen Stichtypen unterschiedlich schnell näht. Das schnellere ist im Overlock-Stich und das langsamere ist der Geradstich. So, dann wollte ich wissen, wie viel Faden geht eigentlich auf so eine Unterfadenspule. Also habe ich wieder ein Stück Pappe auf eine Unterfadenspule geklebt. Hab dann... Mein zweiten Nemesis ist dem Paketband. Ja, genau. Du hast mich. Dann habe ich eine neue Platine gemacht, weil mit der alten ging das nicht, weil die aus geometrischen Gründen da nicht hingepasst hat. Aber da wusste ich ja schon, welche Widerstände ich nehmen muss, also es ging relativ schnell. Und habe dann mit demselben Programm die Anzahl Umdrehungen gezählt, die man braucht, um einmal so einen Unterfaden aufzuspulen. Hier noch ein Bild, das Fabian von mir gemacht hat, ohne dass ich was davon gemerkt hätte. Man sieht oben die Arduino-IDE und unten den Screen, der das aufzeichnet. So, jetzt wollen wir ein bisschen was ausrechnen. Und dazu brauchen wir ein Modell, eine Unterfadenspule. Wir sehen links eine blaue, mega farbige Farbe. Eine blaue Unterfadenspule und rechts, links eine leere und rechts eine volle Unterfadenspule. Und der aufgewickelte Unterfaden darauf sieht ungefähr so aus. Angenommen, er ist so eine Art Schlauch. Das ist hässlich zu rechnen, das heißt, wir machen so eine kleine Vereinfachung. Ja. Nebenan, der Unterfaden hätte einen quadratischen Querschnitt. Das ändert überhaupt nichts. Ja, das ändert aber überhaupt nichts am Ergebnis, weil wir nur einen äquivalenten Querschnitt wissen wollen und dafür ist es völlig egal, welche Form dieser Faden hat. Dann müssen wir ein paar Sachen einzeichnen, mit denen wir dann rechnen wollen. Wir haben einmal Höhe und Breite dieses Quadrats, also jeweils d. Wir haben den Innendurchmesser der Spule, R0, und den Außendurchmesser des aufgewickelten Gas, RNR. Dann haben wir die Höhe der Unterfadenspule innen und die Anzahl der Lagen in Richtung der Höhe, hier NH. Da kann man sich jetzt relativ billig drei Formeln zu überlegen. Das ist das erste Rechnungssystem hier. Wir haben einmal der Außendurchmesser der aufgewickelten Spule ist gleich dem Innendurchmesser
plus die Anzahl Lagen mal die Dicke einer Lage. Wir haben die Höhe ist die Anzahl Lagen in der Höhenrichtung mal die Dicke einer Lage. Und wir wissen, dass die Gesamtzahl Wicklungen, die wir gezählt haben, groß n, ist das Produkt der beiden Lagenzahlen. 1 unten drunter formen wir das um, indem wir auf der rechten Seite in der ersten Gleichung R0 abziehen. Und dann geht's weiter. Hier ist nochmal die Gleichung von der letzten Zeile. Hier wird R0 abgezogen. Was wir dann machen ist, wir teilen diese Gleichung hier durch NR und kommen zu dieser Gleichung. Und wir teilen die zweite Gleichung durch NH und kommen zu dieser Gleichung. Jetzt haben wir auf beiden Seiten, jetzt haben wir rechts 2 mal D stehen. Das heißt, wir können die beiden Terme links gleichsetzen. Das machen wir in dieser Zeile, das sind die beiden Terme links gleichgesetzt. Dann machen wir hier auf beiden Seiten 1 durch den Term. Das heißt, wir bekommen aus H durch NH, bekommen wir NH durch H. Und wir auf der rechten Seite so ähnlich. Dann rechnen wir weiter. Und zwar multiplizieren wir, teilen wir hier durch H. Wir multiplizieren mit H durch, genau. Wir haben hier mit H durch multipliziert. Und was uns Folgendes gebracht hat, wir haben jetzt hier einen Ausdruck für NH, der nur abhängt von NR und Größen, die wir gemessen haben, nämlich die Höhe, den Außendurchmesser und den Innendurchmesser. Das heißt, wir können diesen Ausdruck für NH können wir einsetzen für dieses NH hier unten. Das haben wir hier gemacht. Hier ist das NH ersetzt durch diesen Ausdruck. Und was wir da bekommen ist NR mal H mal NR durch diese Differenz. So, hier haben wir jetzt nur noch Größen, die wir kennen, bis auf NR. Das ist praktisch, weil was wir jetzt machen können, ist, wir multiplizieren mit RNR minus R0 durch und teilen durch H, das haben wir hier gemacht, einmal mit RNR minus R0 durch multipliziert und durch H geteilt. Dann bekommen wir auf der rechten Seite diese beiden NRs, die wir hier zum NR-Quadrat zusammengefasst haben und können auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Jetzt haben wir hier. Hier haben wir auf beiden Seiten die Wurzel gezogen und die Seiten vertauscht. Das heißt, wir wissen, dass NR ist die Wurzel aus diesem Term hier. Damit haben wir vollständig gewonnen, weil jetzt können wir das NR nehmen und oben überall einsetzen und bekommen alle anderen Größen raus, die wir vorher nicht kannten. Und das habe ich einfach mal gemacht, und zwar einmal für Unterfadenspule. Ich habe eine Unterfadenspule mit quasi echtem Unterfaden vollgespult. Da bekommt man 47 Lagen in der Höhe, 29 Lagen radial. Man bekommt eine äquivalente Dicke des Fadens von 0,157 mm. Dann muss man noch ein bisschen weiter rechnen, um die tatsächliche Länge des Fadens auszurechnen. Das ist aber nicht mehr weiter schwierig. Wir haben die Querschnittsfläche des Fadens mit d Quadrat, weil unser Faden war ein Quadrat. Wir haben das Volumen des Fadens, das ist einfach die Länge mal die Querschnittsfläche. Und wir wissen, dass das Volumen des Fadens gleich dem Volumen dieses aufgewickelten Zylinders ist. Oder Rings. Und das Volumen eines Ringes, der daraus besteht, dass man einen äußeren Zylinder hat und einen inneren Zylinder rausschneidet, ist einfach Pi mal der äußere Radius im Quadrat minus der innere Radius im Quadrat mal die Höhe des Zylinders. Das können wir dann einsetzen und durch d Quadrat teilen, dann bekommen wir die Länge des Fadens. Das habe ich gemacht. Dann bekommt man, dass eine Spule Bobbinfilm 58 Meter Faden enthält. Und wenn man Stickgarn aufrollt, weil man ein rotes T-Shirt oder einen roten Pullover hat, und da ist es ganz geschickt, einen Unterfaden in der Farbe des Textils zu haben, weil dann sieht man den Unterfaden nicht, selbst wenn er an Stellen teilweise nach oben gezogen wird. Bekommt man raus, dass man mit Sticker nur 42 Meter auf die Spule drauf kriegt.
So. Jetzt wollen wir noch ausrechnen, was es eigentlich kostet. Eine Spule Unterfaden hält ungefähr 20.000 Stiche, was relativ nervig ist, weil dann bei größeren Motiven muss man zwangsweise irgendwann die Unterfadenspule wechseln. Und man muss vorher dran denken, eine aufzuspulen, sonst ist man erstmal mit Aufspulen beschäftigt. Wenn man das dann umrechnet auf die Rolle Unterfaden, dann kostet der Unterfaden 1,8 Cent pro 1000 Stiche. Der Oberfaden kostet 2,7 Cent pro 1000 Stiche, da braucht man nämlich mehr von, da braucht man 5 Meter pro 1000 Stiche. Und insgesamt kommen wir auf 4,5 Cent pro 1000 Stiche. Im Moment zahlen wir statt 20 Cent pro 1000 Stiche, was halt ungefähr das Vierfache ist. Damit ist der Vortrag auch schon rum. Habt ihr Fragen? Habe ich jetzt bestanden? Das war immer meine Frage nach der Mathe-Folge. Kann ich jetzt gehen? Ich wette, da war ein Fehler in irgendeiner Gleichung. Ich kann sie dir nur eingebaut, um zu sehen, ob es irgendwer merkt. Wo ist das Easter Egg? Ja, das Easter Egg war hier dieser. Ja, da war ein Haufen Fehler drin, als ich das erste Mal ausgerechnet habe. Ich habe dann so ein paar Plausibilitätstests gemacht. Zum Beispiel kann man kann zum Beispiel diese Dicke kann man auf zwei verschiedene Arten ausrechnen. Und wenn man es auf beide Arten ausrechnet, muss es selber rauskommen, sonst hat man sich vertan. Stellt sich raus, man macht da Fehler. Das relevant ist, dass man sie am Ende merkt, indem man solche Prüfungen macht. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ich aus den Formeln alle Fehler raus habe, aber ihr könnt gerne danach suchen, ich kann sie noch beliebig lange zeigen. Und wenn es keine Fragen gibt, dann war's das. Ja, das Ding hat ja jetzt Hackwert, hat es auch Mettwert? Es hat was? Ob es auch Mettwert hat, wenn es jetzt Hackwert hat? Noch nicht. Ach, komm, wir haben ja bald Mettwoch, also Aschermettwoch. Genau.